Guten Tag. Fasziniert, oder? Ja, ich bin Daniele, bin jetzt gerade im Kostüm, weil ich Interviews machen werde zu Star Trek Into the Darkness, was nächstes Jahr erst rauskommen wird. Die sind aber jetzt gerade, ich bin gerade in L.A. und darf hier Interviews machen. Ich darf aber nicht, hab den Film nicht gesehen, nur einen 9-Minuten-Ausschnitt und nicht so viel, also ich darf ja wohl sagen, dass es geil war. Das kann mir keiner verbieten. War es nämlich. Es war richtig geil und ich freue mich auch sehr auf den Film. Morgen sind die Interviews. Ich wollte aber kurz sagen, ich bin jetzt, wollte mich bedanken bei SceneTake. Die haben mich nämlich zu dem Creative Account eingeladen, was ich gerne angenommen habe. Ich habe mir mit dem Clip schon mal gedreht und wollte euch kurz vorstellen, mit wem ich sonst in dieser Awesome-Gruppe bin. Es ist Juba Films. Sehr coole Jungs. Wenn ihr jemals einen braucht, der einen orangenen Gürtel hat in Judo und den gelben Gürtel in Hapkido, ich bin euer Mann. SceneTech TV natürlich, SceneTech, Dan und Lars sind sehr, sehr cool. So, jetzt habe ich was für euch gesagt. Tja, hätte ich nicht gedacht. Mr. Trashpack, Phil, vielen Dank, dass du mich mal als Awesome Channel of the Week gemacht hast. Das hat einfach mal meine Abonnenten verdoppelt. Von 1 auf 2. Dann Mirrors FX, Tommy und Adi, ganz lieben Gruß an die zwei. Die waren ja schon bei der Rush Hour. That was awesome. Kriege ich eigentlich so viel Englisch? Es liegt daran, dass ich gerade in L.A. bin. Ja. X-Karin Mina, sie hat sich selbst als Schminki bezeichnet, deswegen darf ich das auch sagen, sie ist auch unsere einzige Schminki in der Gruppe. Und du hast übrigens, X-Karin Mina, meinen Namen richtig ausgesprochen. The Real Daniele Rizzo. Ja, stimmt. Alexi Baxi, wer kennt ihn nicht? Ich habe sehr genossen sein letztes Video, was er gemacht hat. Oder wahrscheinlich jetzt schon 5 Videos her, aber dieses in Mega-Zeitlupe. Ziemlich, ziemlich geil. Dann haben wir noch The Voice, The Clevenova, Marty Fischer. Lieben Buß nach Hannover, glaube ich. Oder Hamburg. Ich habe es wieder verpeilt. Auf jeden Fall. Liebe Grüße. Und last but not least, The Bullshit TV. Ja, auch sehr, sehr lustige Jungs. Und ich hoffe, ich sehe euch alle mal. Ich bin gerade, wie gesagt, unterwegs und kann deswegen nicht mit euch irgendwie Clips machen. Aber ich hoffe, ihr kommt zur Show, zur Rush Hour. Und guckt das immer ganz fein. Und ja, lieben Gruß aus L.A. Und ich habe ja, hab ja nichts über den Film gesagt, oder? Nee. Tja. Tja. So. Ah ja, als Beweis hier, guck mal. Sehr geiles Hotel, muss ich mal sagen. Und jetzt hier, zack. Geht noch ein bisschen. Das ist übrigens der 10. oder 11. Dezember, also ich baue euch Schneiz. Tschüss. Oh, guck mal.